Guten Tag und herzlich willkommen zum Frankfurter Kreis, dem Finanztalk von Mein Geld TV. Ich begrüße ganz herzlich meinen ersten Gast, Herrn Alexander Heidenfelder. Er ist Executive Director Germany and Austria bei Aimon de Rothschild. Bonjour und grüß Gott. Eingeladen haben wir Herrn Philipp Graf von Königsmark, Head of Wholesale Sales, Legal and General Investment Management. Guten Tag. Bei uns zu Gast ist Herr Michael Gillessen, Geschäftsführer Pro Boutiquenfonds. Hallo. Ganz herzlich eingeladen haben wir Herrn Walter Liebe. Er ist Head of Intermediaries bei Pictet Asset Management, Germany. Guten Tag. Und last but not least begrüße ich ganz herzlich Herrn Frank Gessner. Er ist Founding Partner und Chairman bei Invau Group. Guten Tag. Herr Gillessen, Anleger brauchen natürlich ein bisschen Unterstützung, wenn sie sich für so einen Themenfonds entscheiden. Und oft ist es doch schwer zu sehen, ist es nun ein Trend oder ist es ein tatsächliches Thema? Wie kann man den Anleger dabei helfen, dass er das unterscheiden kann? Naja, es ist ganz wichtig, dass der Anleger sich auf die Themen konzentriert, die uns ja alle bewegen. Ich glaube, das ist das Einfachste. Und wir sind mitten in der Corona-Pandemie und da schauen wir zum Beispiel auf Healthcare. Ein ganz wichtiges Thema, das ist kein Trend. Denn wir werden Healthcare-Unternehmen immer brauchen, nicht nur in der Corona-Pandemie. Da ist es uns nochmal besonders bewusst geworden. Und das eine Thema ist mal mehr in Mode an den Märkten und das andere Thema weniger. Aber es bleibt ein Thema. Für mich ist sehr eindeutig, wie man das feststellen kann, dass Themen nicht verschwinden. Ich darf das vielleicht erwähnen, Herr Liebe. Sie haben vor vielen, vielen Jahren einen Wasserfonds aufgelegt. Ja, mit dem Thema Wasser. Viele haben gedacht, das ist ein Trend. Das Thema Wasser bewegt uns heute viel mehr als vor 10 Jahren. Und ich glaube, dass es uns in 10 Jahren noch mehr bewegen wird als heute. Und das sind die Anhaltspunkte für mich. Themen, die langfristig unser Leben bestimmen, die sind keine Trends, das sind wirkliche Themen. Ich kann mich dem anschließen einerseits und andererseits noch ergänzen, dass wir natürlich sehr große Megatrends auch am Markt feststellen. Ja, die sehen wir dargestellt vor allen Dingen in dem Bereich Technologie, Energie und Demografie. Die sind aber sehr breit gefasst. Und in dem Moment, wenn mehr, also zumindest 2 dieser Megatrends aufeinander stoßen, dann entstehen aus unserer Sicht wirklich Themen, die langfristig Bestand haben. Wenn ich schaue, welche Megatrends wir abdecken in unserem Bereich, dann sind es vor allen Dingen die technologiegetriebenen Unternehmen. Ja? Das heißt, Technologie als Megatrend kommt oder trifft beispielsweise auf Demografie. Daraus kann dann Healthcare Technology entstehen. Oder wenn wir den Bereich haben, dass letztendlich Technologie auf Energie trifft, daraus entwickelt sich beispielsweise Battery Technology. Ja, also wenn diese großen Entwicklungen, die wir sowieso am Markt feststellen, wenn die nochmal konkretisiert werden, indem verschiedene dieser großen Bewegungen aufeinander stoßen, daraus leiten sich dann wirklich langfristige Wachstumsthemen ab. Trends hingegen, die sind nur von kurzer Dauer. Was ein Thema wirklich ausmacht, ein Trend ist für mich auch eine Modeerscheinung vorübergehend, ist, dass ein Thema auch eine Auswirkung auf die Realwirtschaft, auf die echte Welt, in der wir leben. Und ich kann mich dem nicht entziehen. Bei einem Trend kann ich sagen, da mache ich mit, gefällt mir, oder mache ich nicht mit, gefällt mir nicht. Und irgendwann geht es der Rente vorbei. Bei solchen Themen wie jetzt Demografie oder Wasser oder Infrastruktur, das ist wirklich etwas, das die reale Welt beeinflusst. Und da sind wir immer global alle in einem Boot. Ein Trend kann zum Beispiel auch regional sein. Ja, und das macht das den großen Unterschied und das macht es auch erst investierbar, weil wenn es nicht langfristig ist, nicht strukturell was dahinter steht, gibt es auch kein Unternehmen, die sich wirklich damit beschäftigt, mit dem Geschäftsmodell, und dann ist es nicht investierbar, wenn es nur ein Trend ist. Also so der große Unterschied zwischen einem Thema und einem Trend ist eigentlich so die zeitliche Dimension. Also ein Trend kommt und geht, ein Hype kommt und geht und ein Thema hat einen Einfluss auf unser Leben so signifikant über die nächsten Jahrzehnte, dass dort rein zu investieren erstmal generell sinnvoll ist, weil es Probleme lösen. Alles, was Probleme löst, hat Wertzuwachs, hat mehr Nutzung, hat irgendwie, ist ein interessantes Investment. Und das ist für mich eher Blockchain, genauso wie das für mich Anfang der 90er Jahre Internet war. Ja, also etwas, was unser Leben verändert. Und Blockchain wird unser Leben mindestens so verändern, wie das Internet das gemacht hat. Deswegen investieren wir auch nicht nur in 1 oder 2 Titel, sondern suchen uns eben halt verschiedenste Themen heraus, die wiederum Trends sein können. Aber insgesamt Blockchain selbst ist ein gesamtes Thema, was kommen wird.
seit 25 Jahren investiere ich in Technologieunternehmen. Ja, und um so zu unterscheiden, was ist eigentlich ein Trend und was ist nur ein Hype, ist, löst etwas ein Problem, was signifikant groß genug ist, viel, viel besser als alles andere. Es löst ein Problem, was nicht vorher gelöst werden konnte und damit auch nicht mehr denkbar ist. Und das Problem muss signifikant sein. Genau. Oder aber gibt Möglichkeiten, die vorher so nicht bestanden hat. Wenn man mal von aktiven Beispielen spricht, ich habe vorhin gesagt, neben Infrastruktur und Analytik ist auch das Thema Daten-User für Big Data durch entscheidend. Das öffnet sich für alle Branchen. Nehmen Sie mal einen Versicherer. Wir haben jetzt einen französischen großen Versicherungsportfolio. Der nutzt diese Daten, um seine Tarife effizienter, individueller ausstaffieren zu können. Sagen, ich biete im Bereich Automobilversicherung mal an, ein Pay-as-you-drive zum Beispiel. Das kann er aber nur anbieten, wenn er weiß, wie dieser spezielle einzelne Kunde sein Fahrverhalten ist. Oder die haben eine App entwickelt, mit der man praktisch die Sicherheit des Zuhauses einfach steigern kann. Von Brandmelder über Videoüberwachung, über Licht an- und ausschalten, Steckdose an- und ausschalten. Natürlich ein Vorteil für den Kunden, mein Zuhause ist sicherer, aber auch ein Vorteil für den Versicherer selber, sagen, diese Art von Kunde hat so ein Verhalten, meine Police stelle ich jetzt so und so auf diesen Kunden um. Und das sind eben Möglichkeiten, die man vor Big Data so nicht hatte. Ich würde die Beantwortung der Frage gerne ein bisschen theoretisch präzisieren, weil viele Begriffe auch in der Presse und auch von Anlegern wild durcheinander geworfen werden. Das meine ich. Es gibt zwei verschiedene Ebenen. Die eine Ebene ist Trends, Mikroentwicklungen, Modeerscheinungen, Makrotrends, Megatrends. Die unterscheiden sich sehr stark in ihrer Fristigkeit, in ihrem Zeithorizont und in ihrer Kraft, Dinge zu verändern. Ein Megatrend, das ist für uns die ideale Entwicklung, weil sie über viele Jahre, meistens Jahrzehnte wirken und eine hohe Bedeutung haben für die Art und Weise, wie wir miteinander Wirtschaft betreiben, wie Gesellschaften und Staaten strukturiert sind. Ein Megatrend ist wissenschaftlich gut fundiert, dafür gibt es Zukunftsforschungsinstitute und so weiter. Diese Megatrends sind aber häufig keine sinnvollen Anlageaufträge, sind teilweise sehr abstrakt. Polarisierung, Individualisierung, Demokratisierung und sowas sind Megatrends, die herausgearbeitet wurden. Aber man kann keinen Demokratisierungsfonds auflegen. Ein Themenfonds hingegen ist gewissermaßen die Übersetzung dieser abstrakten Megatrends in einen investierbaren Auftrag. Und ein Themenfonds hat, wenn er gut konzipiert ist, Anknüpfungspunkte an gleich mehrere Megatrends. Und diese Anknüpfungspunkte, wie muss man sich wie in einem Spinnennetz vorstellen, sorgen dafür, dass ein gutes Thema und sehr lange erhalten bleibt. Es wächst überproportional, hat einen Bedeutungsgewinn und die Unternehmen, die dort engagiert sind, zu einem nennenswerten Anteil ihrer Umsätze, werden überproportional wachsen und damit sollten die Aktienkurse auch gut performen. Herzlichen Dank an meine Experten. Das war die Runde zum Thema Themenfonds, Gewinner der Zukunft. So, jetzt können wir weitergehen. Thank you.